Ich esse heute 24 Stunden nur Schulessen. Es ist jetzt tatsächlich gerade 10 Uhr morgens. Wir sind bei der ersten Schule. Hier hinter mir ist tatsächlich auch die Cafeteria. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten einfach mal mit dem allerersten Morgensnack. Ihr wisst es ja normalerweise, bevor man in die Schule geht. Ich würde sagen, damit starten wir einfach mal. Und ich glaube, für eine coole Eröffnung werden wir jetzt unser Frühstück einfach mal hier zu uns nehmen, wo man im Hintergrund auch den richtig coolen Basketball- und Fußballplatz sehen kann. Habt ihr in der Schule früher Fußball oder Basketball gespielt und ein bisschen Sport gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe Hunger. Auf geht's. Hier in der ersten Schule nehmen wir jetzt erstmal unseren Frühsnack zu uns, also den Snack, den man, wie gesagt, zu Hause essen wird. Und gleich fahren wir zur nächsten Schule und dort gibt es nochmal was Vernünftiges, Richtiges zu essen, was wir auch bezahlen müssen, weil das hier kostet tatsächlich 0 Euro. Wir haben hier als allererstes einfach mal so einen wunderschönen Kakao. Den werden wir jetzt hier direkt einfach mal testen. Ich habe auch echt Hunger. So, das ist jetzt hier der Kakao. Ja, der Kakao ist 1A. Das ist ganz toll. So, als nächstes haben wir noch einen Ingwer-Shot, den nehmen wir aber danach. Also ich bin nämlich ein hochmotivierter Schüler. Ich booste mir immer so einen Ingwer-Shot morgens rein. Aber meine Mom hat mir heute für die Schule tatsächlich ein wunderschönes Brot zubereitet. Ihr seht das hier, dieses Brot habe ich bekommen. Schön mit Mortadella. Das ist eins, aber wir müssen gleich noch ein vernünftiges Frühstück holen. Das holen wir uns gleich aber in der Cafeteria in Bremen. Ich esse das Ganze eben noch mal ganz kurz auf und dann fahren wir zur nächsten Schule und es gibt ein weites Frühstück. So, Freunde, wir müssen jetzt gleich da vorne reingehen. Dort ist eine Cafeteria und ich hoffe mal, ich kriege da was Geiles. Und ich werde natürlich auch dieses Schulessen bewerten und mal gucken, was ihr jeden Tag so esst. Ich würde sagen, auf geht's, ich habe Hunger. Es ist jetzt gerade 11 Uhr. Okay, Freunde, tatsächlich funktioniert das Ganze so. Man hat hier irgendwie so eine Karte, so eine Mensa-Karte. Und zwar kommt jetzt diese Chipkarte hier rein, so. Und dann kann man jetzt hier Geld aufladen. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich lade jetzt einfach mal 20 Euro auf und wir gucken mal, ob das Ganze dann für heute ausreichen wird. So, und jetzt sind hier 20 Euro drauf. Also, ich würde einmal ganz gerne, haben Sie irgendwas mit Salami, irgendwie so ein Brötchen mit Salami? Nein. Nein? Ja, sonst nehme ich hier so eins mit Ei. Ei ist auch gut. Und dann würde ich noch einen Kakao nehmen. Haben Sie Kakao? Da drinne? Okay, sonst nehme ich einen Tee, glaube ich. So ein Franzbrötchen sieht auch ganz gut aus. Und dann auch noch sein Franzbrötchen, bitte einmal. Okay, danke schön. Gerne, tschüss. Ciao. So, Freunde, das Essen ist jetzt am Start und ihr müsst jetzt gleich auch mal raten, wie viel ich für das Ganze bezahlt habe. Aber ich brauche auch gleich noch irgendwie, wobei wir haben was Süßes, ja. Wir haben da noch einmal so ein Franzbrötchen. Boah, das ist geil, das ist richtig warm. Geil, warte mal. Das ist schon geil. Also Schüler und Studenten leben gut. Aber das Wichtigste, Freunde, das Wichtigste, das Eibrötchen. Das Ei wird jetzt testen, wie das Eibrötchen schmeckt. Richard, das Eibrötchen ist gut. Das Franzbrötchen ist auch gut. Freunde, ihr müsst jetzt mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie viel habe ich für diese drei Sachen bezahlt? Einmal den Tee, das Franzbrötchen und dieses Eibrötchen. Also ich sag euch, an der Tankstelle hätte ich für das locker 10, 12 Euro bezahlt, vielleicht sogar noch mehr. Und hier habe ich bezahlt, 3, 2, 1, 6,20 Euro. Also echt nicht teuer. Ich würde sagen, ich esse noch mal ein bisschen auf, will jetzt auch noch mal leicht den Tee probieren. Was Franzbrötchen und das Eibrötchen, ich sag's euch, 9,5 von 10. Okay, Freunde, ich habe jetzt komplett aufgegessen, ist nur noch ein bisschen Tee da. Ist jetzt auch knapp 11.30 Uhr gleich schon. Das heißt, wir machen dann gleich einen kleinen Zeitsprung, gucken uns mal ein bisschen hier an, was so Schüler so machen. Und dann gibt es Mittagessen. Okay, Freunde, es ist jetzt 14.30 Uhr. Ich muss sagen, ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Das Franzbrötchen hat sehr gut geschmeckt, aber jetzt geht es tatsächlich in eine Mensa. Also sowas Großes gab es tatsächlich damals bei mir in der Schule nicht. Wir müssen das jetzt hier einmal erkunden und schauen, was es hier für coole Sachen gibt. Ich nehme mal an, dass man hier gleich das ganze Essen bekommt. Und da vorne gibt es sogar Eis. Da müssen wir uns gleich auch noch ein Eis holen. Guckt euch das an. Einfach auch noch Eis. Ah, und da oben sind die ganzen Sachen, die man essen kann. Also wir haben hier tatsächlich Süßkartoffelbratling, Pasta und Hähnchenbrust. Also ich glaube, bei mir wird's Angebot 2. Okay, also wir müssen jetzt Ausgabe 2 suchen. Nach vorne ist Ausgabe 1.
Ja, da ist die Salatbar. Salatbar brauchen wir nicht. Ich muss zu Ausgabe 2. So ein Schokopudding, den muss man eigentlich auch ziehen. Guck mal, hier geil, alles. Oh, boah, ey, einmal wieder Schüler sein. Oh, und hier vorne gibt es auch noch geile Getränke. Hier gibt es sogar eine Peppi. Oh, die ist aber, ah doch, ist kalt. Okay, aber als allererstes brauchen wir so ein Tablett. Dankeschön. So. Ich nehme aber noch mal so ein bisschen Käse mit, ja. Den bezahlt man dann vorne, richtig? Aber ich will auch noch so Schoko haben. Schoko ist auch geil. Wunderbar. Ey, das sieht doch schon top aus. Richard, wir brauchen noch so eine Peppi. Dankeschön. Okay, Richard, jetzt brauchen wir noch einen Platz, wo wir essen. Okay, Freunde, wir haben uns jetzt hingesetzt und ihr seht hier, das ist einmal mein Essen, das ist Richards Essen und es gibt noch Getränke mit dazu und so ein Dessert. Also, ihr wollt wirklich gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat. Das ist wirklich komplett crazy. Ich stelle jetzt mal mein Handy hier hin. Jetzt bin ich gespannt. Getränk gibt es dazu und wir werden jetzt erstmal probieren. Du musst gleich auch mal sagen, wie deins ist. Deins sieht auch geil aus, bin ich ja ehrlich. Ich glaube, ich war vielleicht ein einziges Mal in so einer Mensa. Also, passt mal auf. Ich sag euch jetzt mal die Preise, wie viel das Ganze kosten würde an so einer Tankstelle. Weil Tankstellenvergleich ist immer gut. Cola an der Tankstelle 3,50, sage ich. Dieser Nachtisch hier auch 3,50. Das Essen 8 Euro. Der Käse nochmal 1 Euro. Das heißt, wir werden so bei 16 Euro, würde ich sagen, für dieses Essen hier an einer Tankstelle. Aber, Freunde, ich werde jetzt nochmal den Nachtisch direkt einmal probieren. So, das Gesunde kommt da einmal runter. So, jetzt bin ich gespannt. Ich sag euch, das ist komplett gestört. Also alles hier ist so gutes Essen, ja. Digga, und dieses Mousse, das schmeckt geisteskrank. Seid ihr bereit? Ich sage euch jetzt den Endpreis. 10,20 Euro. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wir haben 10,20 Euro bezahlt für die beiden Sachen. Also Richards Essen, Richards Getränk, mein Essen, mein Nachtisch, mein Käse, mein Getränk. Alles für 10,20 Euro. Und das ist wirklich, also ich sag euch kein Scheiß hier. Es ist wirklich lecker. Ich bin mal gespannt, was wir noch hier zu essen bekommen werden. Okay, Freunde, es wird jetzt Zeit für Abendessen. Wir haben es jetzt knapp 18.30 Uhr. Die Mensa hier hinter mir schließt auch jetzt gleich. Das ist auch die letzte Sache, die ich mitnehme. Aber wir machen das Ganze specialmäßig. Und zwar, weil es ja Schulkantinenessen eigentlich ist, ich werde das Essen von hier mitnehmen und an meiner alten Schule essen. Mitten auf dem Hof. Und ja, drückt mir mal die Daumen. Ich werde da jetzt hingehen und mal mein Essen bestellen. Ich hätte dann gerne eine Pizza Margarita zum Mitnehmen. Geht das zum Mitnehmen? Okay, Freunde. Ihr habt es gehört, Pizza wird aber jetzt zubereitet und auch noch geile Nachtische. Muss mal gucken, ob ich hier auch noch so ein Milka-Muffin oder so mitkriege. Aber so ein Getränk brauche ich auf jeden Fall. Für mich? Danke. Okay, Freunde, Pizza habe ich schon mal. Aber wir brauchen natürlich auch noch irgendwie einen Nachtisch. Boah, ich glaube, so ein Donut wäre krass. Und noch ein Getränk. Boah, so eine Mate wäre jetzt krass. Ich nehme jetzt einfach das hier mit. Club Mate Granat. Hi. Einmal und das Getränk auch noch. Richard, mein Essen ist da. Freunde, es ist jetzt knapp 19 Uhr. Die letzte Speise, ihr habt es jetzt gerade gesehen und haben uns jetzt hier noch das Essen mitgenommen. Wir haben einmal einen Donut, dann haben wir einmal dieses extrem mysteriöse Getränk. Wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam die Pizza an. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Oh, die geht sogar. Guck mal. Wurde sogar auch, ich habe das gesehen, in so einem richtigen Ofen drin gemacht. Ich würde sagen, damit starten wir jetzt einfach mal und nehmen uns jetzt hier mal so ein Stück. Freunde, Pizza. Schulkantinen essen. Habt ihr bei euch in der Schulkantine eine Pizza? Und ihr müsst auch wieder in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, was habe ich für das und das Getränk bezahlt? Und weil gerade schmeckt es ein bisschen komisch. Die Wespe findet es auch lecker. Guck mal. Wirklich. Ah! Ah! Geh weg! Oh, der Donut ist auf den Boden gefallen. Und die Wespe ist immer noch da. Guck mal, die eine Seite ist voll mit Dreck. Aber die andere Seite nicht. Den Donut gab es damals auch, als ich in der Schule noch war. Der ist sogar gefüllt. Guck mal. Nee, der ist auch lecker.
muss ich sagen. Also der Donut, okay, die Pizza, also der Donut ist lecker, die Pizza, probieren wir jetzt nochmal, ich weiß nicht, der erste Biss war okay, der zweite war nicht mehr so okay. Ah, jetzt kommt noch das Getränk und Mayra, du darfst jetzt einfach mal raten, wie viel habe ich für das alles bezahlt? 5,70 €. Das ist geisteskrank ekelig. Meine Freundin mag es auch nicht. Okay, also ich glaube, für alles habe ich insgesamt 5,20 € bezahlt. Also ich werde die Pizza jetzt hier nicht ganz aufessen. Den Donut werde ich nicht mit nach Hause nehmen. Oh mein Gott, Freunde, meine Freundin fand das so eklig, sie hat es einfach ausgespuckt. Okay, also das Getränk, absolut ekelhaft. Wallah, Krise. Also davon muss ich, glaube ich, wirklich kotzen, wenn ich das weiter trinken würde. Wenn es was lecker war, aber was einfach in den Dreck reingefallen ist, ist der Donut. Die Pizza ist okay, ist, glaube ich, aber das Schlechteste für den heutigen Tag. Ich beiße es nochmal einmal rein fürs Fazit. Aber bei der Pizza, weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Also die hat zuerst gut geschmeckt, aber dann... Da ist einfach ein Haar drauf gewesen. Oder sogar zwei? Sieht man das? Oh ja, es sogar Wind. Guck mal, hier ist ein Haar. Und hier ist noch ein Haar. Siehst du das? Bah! Digga, das hat mir jetzt gerade total den Appetit verdorben. Also ich wollte eigentlich gerade sagen, dass das besser ist als Tankstellenessen oder als Süßigkeitenautomatenessen. Aber also das ist wirklich geisteskrank eklig. Also so Haare im Essen ist wirklich das allerletzte. Freunde, ich glaube, die Pizza geht doch in den Müll. Abonniert den Kanal. Ciao.